Jeder, der aus meinem Umfeld verschwand und eine Lücke hinterließ, machte eine Lücke auf für jemanden, der sich mit meinem wahrhaftigen Ich verbinden wollte. Und diese Verbindungen sind es allemal wert, denn die fühlen sich viel, viel schöner und intensiver an. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Halleluja. Halleluja, bin ich dankbar. Unfassbar dankbar für dieses eine Gespräch, welches ich 2017 mit Deborah und Yvonne hatte. Doch bevor ich dich jetzt mitnehme in dieses Gespräch, möchte ich dir erstmal erzählen, wie ich selbst dorthin kam. Ende 2016, Anfang 2017 haben mein langjähriger Partner und ich über die nächsten Schritte in der Beziehung gesprochen. Und mir wurde bewusst, bevor ich Mama werde, muss ich unbedingt noch einen Kindheitstraum von mir erfüllen. Zugegeben, mit 26 war ich möglicherweise ein bisschen zu alt für ein Highschool-Jahr in den USA. Aber ich suchte eine Alternative und ich fand sie. Ein Working on Campus Program in San Diego in einer Sprachschule. Und so zog es mich Ende 2017 im Herbst nach San Diego und Deborah war dort in dieser Sprachschule eine Arbeitskollegin, eine Sprachlehrerin und Yvonne, eine Sprachschülerin ungefähr in meinem Alter. Und die beiden kannten sich schon ein bisschen länger und haben mich nach ein paar Wochen, wo ich mich da so ein bisschen eingelebt habe, gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Mädelsabend, um so zu der Runde dazuzustoßen. Und was gibt es Schöneres, wenn man in einem neuen Land, in einer neuen Umgebung ist, als so ein richtig schöner Mädelsabend mit ganz viel Reden und so einem schönen Rahmen, wo man weiß, auch alles, was man da redet, bleibt in einem Raum. Ich glaube, die Mädels hier wissen so ungefähr, wovon ich spreche, oder? Und für die Männer, so vom Redepegel, stellt euch das vor wie eine Tupper-Party ohne Tupper. So ungefähr, dann kriegt ihr ein gutes Bild davon. Und so war es, wir trafen uns in der Garnet Avenue, die Hauptstraße des Stadtteils Pacific Beach. Eine wirklich breite Straße, gerahmt von Palmen, die direkt zum Crystal Pier führte, direkt an den Pazifik. Eine wunderschöne Kulisse, um an einer Tiki-Bar draußen auf der Terrasse zu sitzen, unter so schönen Strohdächern mit bunten Tiki-Cocktails, deren Namen ich auch vorm Trinken noch nicht aussprechen konnte. Und Deborah war schon so ein bisschen aufgeregt, eine deutsche Kollegin zu haben und fragt so, Mensch Christine, wir sind so neugierig, erzähl uns was von deinem Leben, das Leben, was du in Deutschland zurückgelassen hast und die Pläne, die du hast, wenn du dahin zurückkehrst. Und ich sitze da so mit meinem Cocktailschirmchen und denke so, gut, dass du fragst. Denn Pläne, davon habe ich einige. Ich habe einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-Plan, einen 15-Jahres-Plan. Ich kann dir exakt sagen, wenn ich zurück nach Deutschland komme, wie mein Leben weitergehen wird, privat und beruflich. Und so erzählte ich und erzählte. Und so wie ich da sitze in dieser Szene und erzähle, sehe ich, wie Deborah und Yvonne immer wieder skeptische Blicke austauschen. Und ich konnte gar nicht verstehen, warum. Und ich beobachte sie, wie sie diese Blicke austauschen, denke mir so, okay, jetzt ist es Zeit, mir selber zuzuhören. Und ich ging quasi so einen Step aus mir raus und hörte mir selber zu. Und höre zu, wie ich erzähle und merke so, wow, so im Ausland hat dieser Rahmen eines Mädelsabends nochmal ganz andere Dimensionen. Ich meine, ich war 9.332 Kilometer von zu Hause entfernt. Da konnte ich mal so richtig frei von der Leber wegsprechen. Und ich höre mich da Dinge sagen, die ich mich vorher zum Teil nicht traute zu denken. Und ich höre mir zu und höre mir zu und höre mir zu und merke plötzlich, es fühlte sich an, als wenn hinten vom Crystal Pier eine riesige Tsunami-Welle der Erkenntnis über die ganze Garnet Avenue auf mich herunterbrach.
Denn dieses Leben, von dem ich da höre, diese ganzen Pläne und das Leben, wie es bisher in Deutschland war, das klingt nicht nach einem Leben, das ich führen wollte. Mit all diesen Gedanken, die ich damit kommuniziere. Die Frau, die ich reden höre, ist nicht die Frau, die ich werden wollte. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen und ging nach Hause. Ein Weg, der eigentlich nur 15 Minuten war, aber sich anfühlte wie eine Ewigkeit. Und auf dem Weg ging meine Reflexionsspirale los. Und mit jeder Runde, die diese Spirale drehte, erkannte ich Maske für Maske für Maske. Masken, die ich aufhatte, Rollen, die ich spielte, die nicht meiner wahren Selbst entsprachen. In ganz verschiedenen Lebensrollen, ob in der Partnerschaft, Familie oder im Berufsleben. Und als ich zu Hause ankam, wusste ich eines nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich bin. Doch heute weiß ich genau, wer ich bin. Und ich kann voller Stolz mich euch vorstellen. Ich bin Christine Raschke, Identitätscoach und Trainerin. Und bin super dankbar für diese Reise, die ich gegangen bin, um hier sagen zu können, ich bin maskenlos. Ich stehe hier authentisch vor euch. Und ich sehe mich als Coach auch so als Reisebegleiterin insgesamt für die Abenteuerreise leben, habe mich aber in den letzten Jahren genau für diesen Teil der Reise verschrieben und begleite nun Coaches genau bei diesen Etappen, die es braucht, um diese Reise von diesem Ich, das so gar nicht richtig weiß, wer bin ich eigentlich, zu ich weiß genau, wer ich bin und ich habe auch den Mut, mich authentisch zu zeigen. Und ohne das Ganze hätte ich mich wahrscheinlich auch niemals getraut, heute vor euch zu singen. Doch diese Etappen, die ich dabei beobachtete, die ich in den letzten Jahren feststellte, die es wirklich brauchte für diesen Weg, um die Masken wirklich mal abzusetzen. Das sind so drei Etappen, die ich euch heute auch mitgeben möchte. Vielleicht ist es so, dass der ein oder andere auf seiner Abenteuerreise leben merkt, dass es die ein oder andere Abzweigung gibt, die sie eigentlich ganz gerne nehmen würden, sich aber vielleicht noch nicht trauen. Und die erste Etappe dieser Reise, die fand schon statt, die habt ihr gerade schon beobachtet. Die fand in diesem Gespräch statt, als ich einfach mal einen Schritt zur Seite gegangen bin und mir selber zugehört habe. Denn was tat ich da? Ich glich meine Werte ab. Das Leben, was ich hörte, war kein Leben nach den Werten, die mir wirklich wichtig waren. Und das erkannte ich in diesem Gespräch. Aber Werte, das sind Worte, die wir gerade in der Persönlichkeitsentwicklung so oft hören. Schmeißt mir gerne mal ein paar Begriffe rein. Freiheit, Dankeschön. Vertrauen. Gibt es weitere Werte, die euch auf Anhieb einfallen? Ehrlichkeit, Mut, Dankeschön. Nehmen wir mal das Beispiel Freiheit. Das Wort ohne eure Definition, ohne die Kriterien, die ihr persönlich braucht, um diesen Wert als einen gelebten Wert wirklich zu fühlen, ist es nur eine leere Worthülse, wie alle Werte. Es braucht eure Definition und die Kriterien. Und ich bin mir ziemlich sicher, allein für das Wort Freiheit werden wir hier im Raum ca. 30 unterschiedliche Definitionen finden. Für den einen ist Freiheit eine Ungebundenheit. Der andere verbindet damit vielleicht direkt finanzielle Freiheit oder ortsunabhängiges Arbeiten. Für mich persönlich beginnt Freiheit in der Verbundenheit. Und nach dieser ersten Etappe, in der ich merkte, dass die Werte, die ich gerade lebe, nicht die sind, die mir entsprachen, lag ich erstmal zu Hause im Bett und grübelte. Und kennt ihr das? Dass wenn ihr so mit Freunden sprecht, vielleicht auf so einen Mädelsabend oder Männerabend und ihr hört sie von Problemen oder ähnliches sprechen und denkt so, warum siehst du denn die Lösung nicht? Die liegt doch klar auf der Hand. Wer hatte das schon mal, dass ihr zuhört und denkt so, warum siehst du es nicht? Dankeschön. Und wer kennt das auch, dass man bei sich selbst ganz gerne mal den hier macht? Dankeschön für eure Ehrlichkeit. Und genau das ist ja bei mir passiert. Und es machte mich so unfassbar wütend, denn ich hatte ja schon 4 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Um dann festzustellen, dass ich nur gelernt habe, wie ich diese Werte noch besser leben kann, die nicht meine sind. Wie ich noch besser für andere da sein kann. Und so fing ich an, die Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, mal abzuwägen. Welche waren eigentlich für mich? Welche waren für andere? Und das Ergebnis war erschreckend. Und
egal wie ich drüber grübelte, ich kam immer zu dem Schluss, auch jede Entscheidung, die nicht für mich war, habe trotzdem ich getroffen. Und wir hören so oft, wie wichtig die Selbstverantwortung ist. Und wir hören so oft, du musst die Selbstverantwortung übernehmen, nur dann kannst du dein Leben selbst kreieren. Und es klingt oft so leicht. Wie viele von euch haben festgestellt, dass es gar nicht so leicht umzusetzen ist? Dankeschön. Und ab da an beschloss ich, dieses Abwägen der Entscheidungen jeden Tag für mich zu machen. Zu schauen, ist eine Entscheidung wirklich für mich oder für andere? Und das ist der zweite Step, die zweite Etappe dieser Reise. Wirklich gelebte Selbstverantwortung und sich auch immer und immer wieder darauf selbst überprüfen, damit man da nicht wieder vom Weg abkommt. Doch was bedeutet das eigentlich, gelebte Selbstverantwortung, wenn ich jetzt alle Entscheidungen für mich treffe, aber alle Pläne auf einmal sich nicht mehr so richtig anfühlen? Bei mir persönlich begann das totale Chaos und das Ganze für 6 Wochen. Wie es in Kalifornien üblich ist, habe ich mir nicht nur meine Wohnung geteilt, sondern auch mein Schlafzimmer und hatte eine wundervolle Weißrussin als Zimmergenossin und sie wollte nachts schlafen. Ich konnte nicht. Sie wollte nachts schlafen, ich wollte weinen. Und so zog es mich nach draußen, um aus dieser Situation zu entkommen. Und wenn man nachts spazieren geht und in Kalifornien wohnt, wo geht man da nachts spazieren? Am Strand. Wie viele von euch waren eigentlich schon mal in Kalifornien? Okay, das sind nicht so viele. Dann hole ich den Rest einfach mal mit ab. In Kalifornien, vor allem am Strand, gibt es unfassbar viele Obdachlose, die ganz abstraktes Verhalten zeigen, ob jetzt durch Drogenmissbrauch oder auch durch Persönlichkeitsstörungen oder psychische Erkrankungen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Und das ist ein Szenario, gerade am Strand durch die kostenlosen öffentlichen Sanitäranlagen, wo sich das ab und zu mal feststellt, wenn man am Strand spazieren geht, dass man jemanden sieht, der sich etwas verrückt verhält. Das war mein Glück. So fiel ich in den Zeiten nicht auf. Denn zum einen sang ich ganz viel nachts alleine am Strand, denn Singen ist für mich persönlich der beste Zugang zu meinen eigenen Emotionen und mein authentisches Ich, das ich kannte, weshalb ich mich auch genau so euch heute vorgestellt habe. Doch manchmal reichte Singen nicht. Manchmal schrie ich auch. Ich schrie diese Wellen an und je nach Wetterlage schrien sie auch mal zurück. Ich wurde immer wieder so wahnsinnig wütend. Wie konnte mir das denn passieren, die doch bei allen anderen immer sofort Lösungen findet? Und ich wusste nicht, was zu tun ist. Ich schmiss mit dem Sand um mich, bis ich eines Tages keine Kraft mehr hatte. Ich mich irgendwie energielos fühlte. Das war keine Wut mehr, die ich rausholen konnte. Und ich setzte mich eines Nachts einfach ganz ruhig an den Strand. Und hier möchte ich dich einladen, mal die Augen zu schließen und dich neben mich zu setzen in den Sand. Mach wirklich mal mit, schließ mal die Augen, auch ihr zu Hause, die die Aufzeichnung anschaut, macht es einfach mal mit, danke, dass ihr überhaupt bis hier schaut und schließt wirklich mal alle die Augen und setzt euch neben mich an den Strand. Und ihr seht im Mondschein so ein bisschen die Wellen, vor allem dieser weiße Schaum, der sich immer bildet, wenn die sich so auftürmen, brechen und an den Strand gespült werden. Von hinten nehmt ihr noch so ein bisschen das Licht der Strandpromenade wahr, die so einen ganz leichten Schatten vor euch auf den Sand wirkt. Und beobachtet mal diese Wellen im Mondlicht. Seht, wie diese Wellen auf euch zukommen und wieder aufs Meer hinausgezogen werden. Passt eure Atmung mal den Wellengang an. Atmet ein mit den Wellen, die auf euch zukommen. Und aus, wenn sie wieder aufs Meer gezogen werden. Und je länger du das beobachtest, desto mehr wirst du feststellen, was für eine beruhigende Wirkung das auf einen haben kann. Ich beobachtete das stundenlang. Hauptsächlich dieser weiße Schaum, der sich auf den Wellen bildete, wenn sie sich auftürmten. Der Schaum, der auseinandergerissen wurde, als die Wellen brachen, sich aber immer wieder verbunden hat, bevor der Schaum an den Strand gespült war. Schau mal genau hin in deiner Beobachtung. Vielleicht kannst du es im Mondlicht erkennen. Der Schaum, der sich bildet, wenn die Welle sich auftürmt, auseinandergerissen wird, wenn die Welle bricht, um dann aber immer wieder zusammenzufinden, bevor die Welle an den Strand gespült wird.
Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Öffnet gern wieder die Augen. Diese Beobachtung von diesem Schaum, zu sehen, dass etwas, was so auseinandergerissen werden kann mit Gewalt, sich immer wieder fügt, das hat mich irgendwie beruhigt. Es hat mir so eine innere Gewissheit gegeben, dass auch wenn das Leben sich manchmal anfühlt, als wenn so alles auseinanderreißt, es doch immer diesen Weg gibt, das alles wieder zusammenzufügen. Und in dieser Ruhe, die es ganz mir gab, kam eine Gewissheit, die für mich die dritte Etappe einläutete. Die Gewissheit, dass es absolut sicher ist, ich zu sein. Denn es wird sich ja alles auch wieder fügen. Jede Veränderung, die das mit sich bringt jetzt, wird sich wieder fügen. Und deswegen möchte ich diese Gewissheit auch dir heute mitgeben. Es ist sicher, du zu sein. Es ist sicher, du zu sein und deine Masken abzulegen. Und ja, scheiße, das macht manchmal echt Angst. Und es wird auch Menschen geben, die sich aus dem Umfeld verabschieden. Bei mir war es erst andersrum. Ich habe mich als erstes verabschiedet und zwar von meinem Ehemann nach über 12 Jahren Beziehung. Daraufhin hat sich allerdings unser gesamtes Umfeld von mir verabschiedet. Und ja, das war beängstigend. Und ich kann es aber keinem verübeln, denn diese Verbindung, die sie aufgebaut hatten, war ja zu meinen Masken und nicht zu mir. Und jeder, der aus meinem Umfeld verschwand und eine Lücke hinterließ, machte eine Lücke auf für jemanden, der sich mit meinem wahrhaftigen Ich verbinden wollte. Und diese Verbindungen sind es allemal wert, denn die fühlen sich viel, viel schöner und intensiver an. Und deswegen möchte ich dir nochmal Mut aussprechen, diese Gewissheit zu leben, dass es sicher ist, du selbst zu sein und deine Masken abzulegen, auch wenn es manchmal Angst macht. Und ich durfte direkt eine Bestätigung bekommen, wenige Wochen später, denn nachdem ich so lebensverändernde Entscheidungen um mich rumgeworfen habe, bekam ich Besuch in San Diego von meiner Mama und meiner Schwester, die glücklicherweise heute Abend auch mit hier sind. Und die wollten nach mir schauen. Und nach 2 Wochen von ihrem Besuch hat meine Schwester etwas zu mir gesagt, was erst wehtat. Denn es hat bestätigt, auf was für einen Weg ich vorher war. Aber auf der anderen Seite tat es gut, denn ich wusste, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Und der Satz, gefördert auch durch meine Mama, war: Christine, du bist jetzt fast 27. Und wir beide haben das Gefühl, dich jetzt erst kennengelernt zu haben. Dankeschön. Dankeschön. Und damit auch du das erleben kannst, möchte ich dir heute noch eine kleine Übung mitgeben für heute Abend. Und zwar habe ich euch vorhin erzählt, ich war so jemand mit so 5 und 10 und 15 Jahresplänen. Um ein bisschen Details zu geben, ich hatte noch keine Kinder, ich wusste aber schon, wie sie heißen werden und auf welche Schulen sie gehen werden. Ich war wirklich jemand komplett durchgeplant ist und jetzt war das alles futsch. Und es hat mir erst Angst gemacht. Diese Landkarte, die ich hatte für die weitere Reise meines Lebens, war leer. Und erst hat es Angst gemacht, doch dann erkannte ich die Chance darin. Es braucht keinen Montag, keinen Monatsanfang, keinen Jahresanfang, um neu anzufangen. Man kann es einfach immer tun. Und nimm dir heute Abend mal ein weißes Blatt Papier. Nur mal für den Moment, leg alle Pläne, die du schon hast, beiseite. Und mach dich mal frei von allen Grenzen, als wenn alles möglich ist. Es braucht kein Geld, kein Mut. Es ist gerade einfach nur deine Zeit für dich und alles ist möglich. Dann mal drauf los. Kreiere mal alles, was so rauskommt an Wünschen, die du vielleicht dich vorher nicht getraut hast, aufs Papier zu bringen. Male oder schreibe, wenn du jetzt nicht so der Künstler bist. Zur Not google Bilder und druck sie aus und kleb sie drauf. Kreiere mal eine ganz neue Landkarte, um sie abzugleichen. Kreiere dein ganz persönliches Halleluja. Dankeschön.